Bin spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Inwiefern war das ein Lexikon? Ja, ist egal. Die abgetroffenen Sprüche von Leon müssen wir jetzt nicht weiter kommentieren. Und damit heiße ich euch willkommen zum Start von Kapitel 14. Wir nehmen diesen leckeren Forellenbarsch, der ungekühlt dort lag. Der ist bestimmt gedingst. Vorher irgendwie geräuchert gewesen oder so. Was ist denn das da? Naja, sehen wir gleich. Erstmal die Kiste hier wegmachen. Es war ein sehr schöner... Ein Ruhkristall. Okay, nehmen wir. Es war ein sehr schöner Arbeitstag und ich dachte mir, hey, was gibt's denn besser, als wenn wir den Tag abklingen lassen mit Ashley an unserer Seite. So, Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin wohl ich dran. Ich muss nachdenken, muss meine Gedanken ordnen. Plaga-Infizierte sind Lord Settler hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln zu den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf das Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue, überlegene Plaga-Spezies zu entwickeln. Sie verfügt nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchgeführt haben, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt. Und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu initiieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden. Auch wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Ach doch, doch. Es gibt immer jemand Verrücktes wie Leon, der das liest. Keine Sorge. So. Ich freue mich, mit ihr unterwegs sein zu können, weil ich stark davon ausgehe, dass wir bestimmt wieder mit diesen Regeneratoren zu tun haben werden. Und das freue ich mich halt schon, ne? Da freue ich mich schon gewaltig drauf. Was denkst du denn? Ich zähle auf dich. Wird schön. Wird ganz toll. Und irgendwann auch immer friere ich auf einmal. Ja, weil ich müde bin. Oh. Wie gesagt, das war ein anstrengender Tag. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Ja, super. So, obligatorisch auf die Karte gucken. Okay. Ich habe mich ja das eine Mal vorher gefragt, warum wir einen Schlüssel von Luis haben. Also Luis Schlüssel, naja, aber Labor und so, ne? Das ist bestimmt dafür, dass wir den Parasiten dann rauskriegen. So, eben hat das Spiel kurz gehakt. Das macht das ja gerne mal. Oh mein Gott, Händler. Und dein Händlerauftrag. Okay, ich fühle mich hier sicher und wohl. Das ist doch wunderschön. So kann man in das Kapitel starten. Ist aber manchmal ein bisschen nervig, weil oftmals hat man ja gegen Ende noch irgendwie einen Händler und dann, Achso, wieder ein Accessoire. Haarfarbe blau. Und der goldene Chiton ist auch noch dabei. Oh, die Kiste habe ich voll übersehen. Oder auch die Möglichkeit, während man hier von Kapitel zu Kapitel geht,
Hat man die Möglichkeit, auf sein Inventar zugreifen, auf die Aufbewahrung? Und ja. Oh, wieder blaue Medaillons. Okay. Und deswegen ist am Anfang direkt ein Händler manchmal ein bisschen überflüssig. Aber man fühlt sich wohl so am Start, einen Händler zu haben. Das ist wunderbar. Da gucke ich auch gleich rein. Da bringe ich wahrscheinlich wieder viel zu viel Zeit. Und da gehe ich bestimmt noch nicht lang. Ich bin ja nicht des Wahnsinns. Warum tust du dir nicht was Gutes? Warum kann ich die andere Tür nicht öffnen? Das ärgert mich. So. Achso, warte mal. Ich wechsle erstmal kurz. Meine Talismänner. Damit ich nicht wieder Geld verschwende, weil ich den vergessen habe auszurüsten. Und den hier. Speichern will ich noch nicht. Wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Gefühlte Äonen von Jahren nicht mehr aufgenommen. Und schon habe ich keine Ahnung mehr. Okay, irgendeine Waffe hat auch dieses Laservisier drauf, dieses Infrarotgedöns. Das da? Ach so, genau, da. Habe ich eigentlich auch schon gesagt, wie ich mich entscheide wegen der Riot Gun? Die behalte ich jedenfalls. Die lasse ich. Und ich glaube, ich lasse jetzt die SRM1903 auch. Weil ehe ich mich versehe, lade ich eh nach. Und wir haben ja ein paar Schuss, ne? Und den Zweck, den sie erfüllt oder erfüllen soll, reicht vollkommen. Mit einem Schuss mache ich die Parasiten weg oder auch so mit einem Kopfschuss. Da geht das vollkommen klar, kann ich mitleben. Ja. Magnum-Munition? Okay. Eigentlich können wir die MP-Munition mal verkaufen. Willkommen. Naja. Ich habe was Neues für dich. So, was hat er denn Neues für mich? Irgendwie deine Kohle oder was hast du denn hier neu? Hier ist doch nichts neu. Nichts als neu betitelt. Also, ich hätte jetzt beinahe die Black Tail gekauft. Also, da war kaufen neu. Es ist aber nichts neu. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Wäre ich ja schon nicht abgeneigt von. Ich glaube, ich kaufe noch ein paar... Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremder. Rohstoffe, zumindest sie klein. Ich hab nur die von den großen habe ich ja noch Angebot, drei Stück. So, einmal das reparieren. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Und mir wurde gesagt... Bei dem Spezialupgrade bräuchte man entweder Geld oder das Ticket. Jetzt bin ich aber verwirrt. Warum wird mir halt das Mal-Ticket angezeigt? Kann ich es dann kaufen? Peseten aufwenden. Ah, okay. Ich kann also wirklich aussuchen. Das ist echt verwirrend angezeigt. Sehr verwirrend. So, erstmal die Schutzweste reparieren. Wo wollte ich denn noch? Ich hatte jetzt nur da, wo ich das Spezialupgrade holen könnte. Die Riot Gun, die mache ich jetzt vielleicht mal angriffsmäßig noch ein bisschen höher. Weil, ich habe echt gut was an Geld. Wirst schon sehen. Ich meine, ich habe mit der Riot Gun auch mal einen Vergleich gesehen. Deine Waffen sind in guten Händen, wo sie im Endeffekt dann sowieso im Gesamten dann doch einen höheren Schadensbereich hat. Aber mir wird so viel auf YouTube mal vorgeschlagen, was ich nur so ansatzweise oder grob mal gucke, weil ich mir ja dann auch vermeiden möchte, zu sehr zu spoilern. Eben halt solche Sachen oder manchmal so Sachen, wo ich mir denke, ach, so kann man das machen. Oder könnte man das machen. Nachladegeschwindigkeit. Komm, machen wir mal das hier komplett auf Stufe 4. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Die Jahre sind wohl nicht. Ach, den Schraubenschlüssel kann ich jetzt verkaufen. Und die Schlüsselkarte Nummer 3. Oh, man nicht. Goldbahn, Rohkristall, Seidenkristall. Da fehlt mir noch eins. Den Goldlux können wir aber verkaufen. Den habe ich schon voll ausgestattet. Oh! Oh! Oho! Was kann ich für dich tun? So, jetzt habe ich fast wieder so viel Geld, wie ich schon ausgegeben habe. Ja komm, dann nehmen wir hier für die Peseten. Ganz einfach. Sag, ohne großartig zu fragen. Ich glaube, durch diesen 1,5
Bonus in der Angriffskraft. Ich glaube, das macht die Waffe dann eben von dem Schaden her am stärksten. Die andere, bei der ich überlegt hatte, ist die Striker. Genau. Die hat einen anderen Bonus. Die hat einen Bonus auf die Magazingröße, glaube ich, im Endeffekt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich weiß es nicht mehr genau, ne? Also. Schwierig. Immer schwierig, immer schwierig. Ich mache das eher abhängig davon, wie wohl ich mich bei dem Ganzen fühle. So, ich habe eben noch mein Gewehr, glaube ich, maximiert. Oder? Ja, doch. Und noch ein bisschen die Butterfly, die Broken Butterfly. Also mein Revolver. Hab noch sicherheitshalber ein Erste-Hilfe-Spray gekauft. Das habe ich auch noch im Inventar. Ich kann es ja jederzeit in die Aufbewahrung schicken. Wir haben zwar noch zwei grüne Kräuter, einmal grün und rot, ein Ei und noch ein Erste-Hilfe-Spray. Aber man weiß ja nie, ne? Deswegen dachte ich mir, kann ich ja zur Not auch wegtun. So, jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, ein letztes Mal in den Schießstand zu gehen. Das werde ich machen, wie das letzte Mal auch. Ich glaube, das mache ich jetzt mittendrin, nicht als Bonusfolge, weil wir halt gerade angefangen haben. Ist halt so, ne? Ich zeige euch einmal komplett und danach nur noch, wenn es irgendwie Highlights, irgendwas Sehenswertes gibt oder eine coole Taktik. Ich war da immer noch ganz stolz auf mich bei dem vorherigen. Ich weiß aber nicht, welches davon das ist, wo ich dann so über Kreuz gemacht habe und so. Das ist, ja. Man darf auch mal angeben. Dann versuch's mit einem Positionswechsel. Der richtige Blickwinkel ist das A und O, Partner. Wenn ich schon sehe Punisher und Riot Gun und dann gucke ich weiter und sehe Blacktail, Stingray, Striker, TMP, denke ich mir, ja, klar. Natürlich. So. Geil. Oh, die hätte ich beide gleichzeitig machen können, ne? Zwei auf einmal? Ja. Wow. Ei. Oh, jetzt kille, Mensch. Ja, klar. Jetzt habe ich keine Munition mehr, ey. Ich flipp hier aus. Danke. Besser. Doppelkill. So geht das. Unfassbar. Oh Gott, ich bin ja echt schlecht. Doppelkill. Unfassbar. Und das Spiel ist vorbei. Also, es war miserabel. Das war furchtbar. So, was hat es für eine Voraussetzung mit höchstens 20 Schüssen alle Piraten zerstören? Klar, ich glaube, das sind so die Sachen, mit denen ich mich richtig, richtig schwer tun werde. Es wird nicht besser. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich jetzt gemacht habe. Bestimmt in Richtung 10. Und es wurde nicht besser. Teilweise denke ich mir, ich ziehe genau auf die Scheibe. Warum sagt mir das Spiel, ich würde daneben schießen? Ganz schlimm. Ich versuche dann immer auch mitzuzählen wegen den Schüssen und das klappt nicht. Wir machen mal den Bolzenwerfer. Das wird genauso toll. Highscore, wir kommen! Kann ich wahrscheinlich Minenaufsätze drauf machen und dann. Boom! Ja, toll. Hat ja gut funktioniert. Ist das dein Ernst? Ah, da hätte ich auch Minenaufsätze. Muss man echt überlegen, was man macht, Minenaufsätze oder nicht. Ja, du, ich habe nachgeladen. Dann haben wir nur 4 Minenaufsätze insgesamt. Oh Gott. Weil ich bin so gut im Ziel mit diesen Kupfenwürfen. Also, ja. Was? Oh, das ist ja furchtbar. Da muss man. Och nö. Und das Spiel ist vorbei. Das werde ich auch kein zweites Mal versuchen. Ey, mit dem Bolzenwerfer, du musst bei bewegenden Zielen
die nicht so von vorne nach, von hinten nach vorne kommen, sondern so seitlich. Du musst vorher schießen und nicht auf das Ziel, weil der Bolzenwerfer zu langsam ist. Himmel! Das kriege ich nicht hin, das kann ich nicht. Nicht heute. Ganz bestimmt nicht heute. Ah! Ja, okay, da muss ich mal eine andere nehmen. Da muss ich mal die hier nehmen. Einmal das da, das da, das da und das da. Ja, klar, dann einfach mal hier so. Wobei ich da eher die Punisher nehmen müsste. Keine Ahnung, oder die hier vielleicht. Aber die zieht so extrem hoch. Also ich merke, TMP-mäßig habe ich keine Freunde. Also werde ich nicht warm mit. So geht das. Das war mega. Kann ich nicht einfach bei einer Waffe bleiben? Reicht das nicht? Überfordert mich nicht. Das ist ja richtig schlimm. Shit. Also keine Munition mehr. Natürlich. Boah, ey. Ich flipp aus. Ja. Ich nehme nicht die richtigen Waffen. Es ist halt so. Ich bin völlig überfordert. Völlig überfordert bei dem. 100 Piraten. Aber in meinem A-Rang. Voraussetzung ist hier alle Piraten zerstören und hier auch alle Piraten zerstören. Ey, ihr könnt mich mal. Das war's mit meiner Zeit am Schießstand. Es ist mir zu viel. Was ich eigentlich mal machen wollte, und das werde ich auch mal machen. Ich werde verschiedene Kombinationen ausprobieren. Ich sehe ja, was ich habe und was ich dann dadurch doppelt kriege. Und ich werde mal gucken, welche Kombination mir was gibt, was ich noch nicht habe. Vielleicht kriege ich ja auch darunter was Legendäres. Und ich werde mal testen, das hatte ich mir fest vorgenommen, ob ich mit derselben Kombination dasselbe kriege. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe Gold, Gold, Gold gemacht gehabt und habe dafür Petro bekommen. Ich glaube, der hieß so. Warte mal, ich gucke mal gerade im Inventar. Kann ich die sehen? Doch, ich müsste die doch sehen können, ne? Kann ich doch nicht sehen. Naja, jedenfalls hatte ich den schon, der 40% auf Vipern gibt, ne? Also hier gesundheitmäßig. Ich hatte nochmal Gold, Gold, Gold gemacht und habe dieselbe gekriegt. Dachte mir, okay, stimmt ja scheinbar so. Ich habe jetzt testweise Gold, Gold, Silber gemacht. Es würde mir eine seltene Figur geben, und zwar Leon mit Pistole. Das hieße, dass das Messer, ich glaube, 30% in der Reparatur günstiger wäre. Und wenn ich Gold, Silber, Silber mache, kriege ich Luis Serra, wodurch mein Verkauf von Waffen also mehr bringt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe extra neu geladen und hoffe, dass es stimmt, weil die beiden hätte ich unfassbar gerne. Vor allem Leon mit Pistole. Es ist schon mal was Goldenes. Es kommt dasselbe. Es ist wirklich so, dass es einer bestimmten Reihenfolge vorgegeben ist. Hätte ich das beim letzten gewusst, wo wir so viele Jetons hatten. Ich habe ja so viele doppelt gekriegt. Ich hätte einfach mehr diese Kombination machen aus Gold, Gold, Silber, Gold, Silber, Silber. Weil ich habe ja hauptsächlich Gold, Gold, Gold und Silber, Silber, Silber. Weil ich dachte, man darf die nicht mischen oder sollte die weniger mischen, um eben bei durch Gold, Gold, Gold in erster Linie nur so an legendäre, seltene, epische ranzukommen. Aber nein. Und wenn wir dreimal Silber machen, kriegen wir doch das Salvador, den haben wir auch schon. Deswegen würde mich jetzt da, guck, Verkaufswert von Waffen steigt um 20%. Wie geil ist das denn?
bin ich echt am überlegen, ob ich beim Händler nicht doch noch goldene Jetons hole. Weil da hat er ja welche. Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. Weil Silber, Silber, Silber und Gold, 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 das mache ich jetzt bestimmt nicht mehr, wenn ich noch Jetons kriegen sollte. Das Gute ist, bei Spiel Plus kann man wohl die Schießstandsachen alle neu machen oder nochmal machen und kriegt die ganzen Jetons weiterhin, sodass man wirklich dann dadurch auch entsprechend das vervollständigen kann, ne? Also wie gesagt, bei Dings? Ah ne, Don Pedro heißt er. Ah, Pedro. Ja, Pedro. Der war bei Gold, 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 ne, hätte ich den gekriegt. Und Dr. Salvador war bei Silber, 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 ne? Jetzt haben wir die beiden hier. 30% günstiger. Gut, dass ich vorher mein Messer repariert habe, ne? Aber mich würde es mal interessieren, wie viel jetzt so bestimmte Waffen wert wären, wenn ich sie denn verkaufen wollen würde, ne? Zum Beispiel hier die Riot Gun, die wäre jetzt 320.000. Die SR 241. Wo haben wir denn zum Beispiel... Bin ich doof? Bin ich blind? Sehe sie nicht. Ach da, Sentinel 9, 237.900. Merke ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel Unterschied. War ja auch vorher schon 200 noch was. Also wenn ich wirklich noch Geld haben möchte, kann ich immer noch so Bolzenwerfer verkaufen, die Skull Shaker, das Sturmgewehr. Also die Waffen, die ich im Grunde genommen nicht benutze. Aber wir haben ja nicht so wirklich Munitionsmangel, dementsprechend behalte ich mir das auch. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? So. Ach, ein goldener Jeton ist das. Das wäre immerhin. Oh, jetzt habe ich noch 40 Kriege für so ein Spezialding. Stirb mir da draußen nicht weg. Deswegen. Ich speichere. Hol mir den nächsten. Und guck mal, was kommt. Sagen wir es mal so. Wenn ich merken sollte, es gibt was, was ich schon habe oder so oder irgendwie was dergleichen, dann kann ich ja immer noch meinen Spielstand laden. Und dann warte ich auf Gold, auf einen weiteren goldenen Jeton. Oder versuche mich doch nochmal an den Dingern. Ach, die waren aber echt so kacke. Das ist so richtig so, du gehst so hin und denkst so, nope, nope, das wird nichts. Egal wie oft du es versuchst. So, was würden wir kriegen? Was Normales? Bella-Schwestern. Haben wir schon, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die schon haben. Gut, wenn ich teste es mal, also ich guck mal gleich nach. Wenn wir sie schon haben, dann lade ich den Spielstand neu, sodass wir den goldenen Jeton noch haben und warten auf einen weiteren goldenen Jeton. So ist der Plan.